Sprengung erfolgreich. Bei den Bauarbeiten an der Ortsumfahrung Cottbus wurden in der Nähe von Kahren zwei Granaten gefunden. Das hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben. Der Kampfmittelräumdienst hat beide heute Vormittag gesprengt. Dabei kam es an der L49 und der L50 zu kurzzeitigen Einschränkungen. Bei den Fundstücken handelte es sich um eine Spreng- und eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Kurz nach 10 Uhr konnte die Polizei die Straßen wieder freigeben. Neues Institut. Der Senat des Fraunhofer Instituts hat am Mittwoch beschlossen, einen Standort in Cottbus anzusiedeln. Das Institut soll sich mit den Themen Energieinfrastruktur und Geothermie beschäftigen. Gestern hat sich dazu Oberbürgermeister Holger Kelch geäußert. Er begrüßt die Entscheidung, damit bleibe Cottbus auch im Wandel eine Stadt der Energie. Über 45 Millionen Euro stehen aus Bundes- und Landesmitteln für den Aufbau zur Verfügung. Das Institut soll zum 1. Dezember 2019 gegründet werden. Verbot für Silvesterknaller. Die Deutsche Umwelthilfe will Feuerwerk in Innenstädten einschränken. Dazu wurden in über 90 Kommunen Anträge gestellt, darunter auch in Cottbus, Görlitz und Spremberg. Grund ist die durch Feuerwerkskörper entstehende Feinstaubbelastung zum Neujahreswechsel. Laut Umwelthilfe entstehen in dieser Nacht rund 5000 Tonnen Feinstaub. Das entspreche 16% der jährlich im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge.